Jo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen und schön, dass ihr am Start seid zu den Patch Notes. Jawohl, es ist soweit. Die neuen Patch Notes sind jetzt gerade live und natürlich sind auch sofort die Patch Notes bei mir am Start. Und ich darf euch begrüßen. Ihr habt ja gesagt, ich soll mal wieder jemanden einladen und deswegen, ich bin nicht alleine. Ich habe heute das Waldmeister Wassereis dabei, quasi. Ja, es ist Zeit. Das heißt, das sind die Wassereis-Patch Notes. Das grüne Eis, meiner Meinung nach, das Beste. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, dieses Eis zu essen. Also man kann es zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin so immer der Beißer gewesen, so ein bisschen. Man kann das aber auch so ein bisschen so aussaugen, so diese Essenz da raussaugen, lecken, alles mögliche. Ja, Tobi hat lecken gesagt. So, auf geht's, wir wollen uns jetzt nicht lange loshalten. Und zwar wird das Ganze so aussehen, dass Rice natürlich in den Patch dazukommen wird. Dazu habe ich ja schon zwei Videos gemacht. Wen diese Videos interessieren, der kann sich die ja gerne auf meinem Kanal angucken. Wir fangen zunächst mit den zwei nächsten größten Änderungen an, und zwar zu Leona und Sona. Das sind die größten Änderungen, die jetzt kommen, deswegen wird das etwas kurz dauern. Riot hat so gesagt, Tobi, sag mal, wir müssen irgendwas mit Leona machen. Leona ist langweilig. Leona geht rein und dann ist Leona useless, ja. Das ist Kacke, Leona fühlt sich nicht gut an. Sie geht rein und ist useless. Andere Champions wie Braum, die gehen rein und die haben immer noch ihre Passive und ihre Zeugs, um nützlich zu sein, ja. Das ist scheiße, das können wir nicht so machen. Hast du nicht eine Idee? Ja. Ich würde das so und so machen, aber Riot hat leider nicht auf mich gehört und die haben nämlich das jetzt anders gemacht. Und zwar ist das Ding nämlich so, dass sie Leona Schaden genommen haben. Das heißt, ihr Q, beziehungsweise sie haben ihr Schaden transferiert. Sie haben Schaden von ihrer Q genommen, sie haben Schaden von ihrer Passive genommen und sie haben Schaden von ihrer W genommen. Alle Spells machen weniger Schaden. Dafür kriegt sie aber mehr Utility, also Nützlichkeit. Weniger Schaden, mehr Nützlichkeit. Und zwar sieht das Ganze so aus, dass ihre Abklingzeit von der Q geringer ist. Das heißt, wir haben hier statt 11 Sekunden haben wir 9 Sekunden und später von 7 auf 5. Das ist ein definitiver Late-Game-Buff, weil im Late-Game interessiert mich nicht, ob mein Stun 50 Schaden macht oder 200 Schaden macht, weil du hast keine Magic Pen, der macht eh kaum Schaden, der Spell. Also ein bisschen Schaden, ob 50, 200 natürlich schon, aber ob es jetzt hier 30 Schaden mehr sind oder nicht, ist egal. Weniger cool, dann heißt mehr Stunts, das ist geil. Außerdem mehr Bonusreichweite, das ist ebenfalls cool. Allerdings, hier haben wir auf den E auch ebenfalls einen Buff, und zwar hält das den Gegner für länger fest. Das E ist ja sein Root, das heißt, er kann sich in der Zeit nicht bewegen. Hält jetzt 0,5 statt 0,25. Wie können wir das Ganze bewerten? Wir haben also mehr CC, das heißt, der Stun geht öfter und unser E macht, hält den Gegner länger fest. Allerdings sind unsere Spells schwächer. Das Ganze wird ausgeglichen durch die Ultimate. Die Ultimate ist so, dass da ebenfalls Schaden runter ist. Auf der ersten Stufe 50, dann 75, dann 100. Also statt 53, 250, das ist schon viel. Allerdings kriegt die Ultimate einen Buff. Ja, das heißt, sollte Leona ihre Ultimate benutzen, dann glüht ihre Waffe so. Ich dachte so, ja, hey, glühen und so. Sie kriegt 100 mehr Reichweite dafür und macht für die nächsten 3, 4 oder 5, abhängig von der Ultimate-Stufe, normalen Angriffe mehr Schaden. Das heißt, sie macht dann drei La Angriffe lang, zum Beispiel 30 plus Schaden, 30, 30, 30, plus Fähigkeitsstärke, verskaliert das Ding und macht dann quasi den Passive drauf, ja, Sonnenlicht wird drauf gemacht. Das bedeutet, dass Leona auch nach ihrer Ultimate nützlich ist, weil sie danach sagen kann, okay, hey, ich habe jetzt noch die Aufgabe, meine Autos drauf zu machen, denn erst dann komme ich auf unseren Schaden und füge jedes Mal Sonnenlicht hinzu. Das ist krass, ja. Das heißt, ich füge jedes Mal dreimal, kann ich noch mein Passive mit drauf machen. Das ist richtig krank. Das heißt, fassen wir zusammen. Bis im Early Game, so diese Sneaky Level 2 Engages haben weniger Power, ja. Weil da bringt mir nicht, dass das Ding 2 Sekunden weniger Cooldown hat. Ich kann mein Spell eh nur einmal benutzen. Diese Early Game Engages bis Level 6 haben weniger Power. Weniger Stärke, nicht so viel Schaden. Ja, sobald ihr eure Ultimate habt und alle drei Autos landen solltet, macht ihr mehr Schaden. Ja, das heißt, wir haben hier 30, 60, 90 plus je dreimal die Pässe, wenn wirklich alles drauf geht und alles ausgelöst wird. Und da kommen wir quasi diese 50 Schaden, jetzt machen wir locker weg. Und auch diese anderen Schadenswerte hier können wir damit locker überbieten. Ist natürlich die Frage, ob wir diese drei Autos durchkriegen. Und ja, im Late Game ist es ebenfalls ein Buff, weil, wie gesagt, dann habe ich mehr hier, der Dauer ist natürlich eh hier sowieso ein Buff, aber hier die Dauer, also jetzt 5 Sekunden von 7 Sekunden, ist definitiv nice. Muss natürlich sagen, ich finde diese Änderung scheiße, habe ich ja gerade schon gesagt, dass sie meine nicht angenommen haben. Denn ich finde das doof. Weil, hey, okay, jetzt hast du die Aufgabe, du sagst nach dem Ultimate, ich mache jetzt drei Outwits. Ich muss diese drei Outwits durchbringen, ja. Was hast du denn vorher gemacht? Bist du auf K rumgestanden und hast nichts mehr gemacht? Ja, richtig, du hast auch Outwits gemacht. Das heißt, gameplay-technisch hat sich nichts verändert. Du hast jetzt zwar das Gefühl, du musst unbedingt diese Outwits draufbringen, was zwar cool ist, so. Ja, das ist jetzt nützlicher. Aber du hast im Prinzip, es ist genau gleich. Du machst immer noch Outwits, so. Ist ja nicht anders jetzt. Na gut, wir kommen zu Sona. Bei Sona ist es so, da hat Rito gesagt, ja, hey, Sona ist ein bisschen, da fehlt so ein bisschen der, da, die hat zu lange Drop-Pausen, zu viel Beat-Pausen. Ja, da ist ja Beat, Pause, Beat. Ja, das ist zu langsam, da ist nicht genug Power in der Musik. Und deswegen wird Riot das Ganze interessanterweise ändern.
Der Aura-Radius, der Aura-Radius, die Aura-Radius, das Aura-Radius, der Aura-Radius. Wurde erhöht von 350 auf 400. Und die wichtigsten Änderungen. Ich fasse euch das mal kurz zusammen, ja. Crescendo. Vorher war es so, das ist hier euer Ultimate. Und ja, damit fangen wir an. Ist so, wenn du einen Punkt da reingesteckt hast, dann hast du dein Ultimate gehabt. Und du hast passive, also passiv deine Spells verbessert, ja. Das heißt, deine Q hat zum Beispiel mehr Schaden gemacht, deine W hat mehr Schildstärke gegeben oder hat Schildstärke gegeben und deine E hat Movement Speed gegeben. Das wird alles komplett rausgestrichen. Dafür reduziert die Ultimate jetzt die Spell-Cooldowns der Spells, ja. Das heißt, auf Stufe 1 20% von allen Spells, auf Stufe 2 30% und dann 40%. Das ist krass. Ebenfalls skaliert das mit CDR, das heißt 40% multipliziert sich mit normaler Abklingzeitenverringerung. Hier könnt ihr schon sehen, vorher hatten wir 8 Sekunden, das Ganze skaliert sich dann jetzt zum Beispiel runter auf 4,8 Sekunden, das ist fast die Hälfte, das ist krass. Das heißt, wir haben viel mehr Spells zur Verfügung. Die Spells werden an sich auch ein bisschen angegangen. Bei Leonas Passive ist es so, dass die Passive mehr Schaden macht mit der Zeit, dass die Schadensverringerung ein bisschen erhöht ist, wurde um 5% und dass sie besser mit AP skaliert und der Effekt schrumpft das hier so ein bisschen, also ein kleines Mimik. Die interessanten Sachen zu den Spells kommen aber jetzt, und zwar ist es so, dass die Q weniger Schaden macht, das heißt, wir haben von 200 auf 160. Kann man und muss man aber rechtfertigen oder beziehungsweise ist okay, weil wir haben jetzt fast doppelt so viele Qs dann später, ne? Und deswegen muss das Q auch ein bisschen weniger Schaden machen. Könnt ihr im Early Game ein bisschen, ja, das heißt, man muss ja ein bisschen gucken, ne? Das heißt, wenn wir auf Stufe 3 haben, dann haben wir 20 weniger Schaden und auf Stufe 3 ist das Ding auf 5, ja, da haben wir noch nichts mit der Ulti oder so, da haben wir noch keine Cooldown Reduction und deswegen leidet das ein bisschen im Early Game darunter definitiv, bis wir es ausgemaxt haben, die Ultimate. Bei der W ist es so, dass die W mehr heilt und besser mit AP skaliert, außerdem gibt das Ding mehr Schild und skaliert ebenfalls besser mit, also Schild skaliert besser mit AP. Aber die Heilung wird nicht mehr erhöht, wenn das Ziel weniger HP hat. Ja? Die wurde rausgenommen. Bei der E ist es so, dass sie auch gebufft wurde. Und zwar ist es so, dass der Movement Speed Buff erhöht wurde. Wir hatten vorher 13, jetzt haben wir 16, später 17, jetzt 20. Also direkt auf Stufe 1 schon Buff. Und es ist nicht mehr verfallenes Lauftempo. Vorher war es verfallenes Lauftempo. Bedeutet, ihr habt das E gemacht und dann hielt das quasi 16%. Und dann nehmen wir die 17% und dann ist es runtergegangen. 17, 16, 15, 14, 13. Und jetzt bleibt es die ganze Zeit 20 für diese 3 Sekunden. Und ebenfalls, solltet ihr nicht in Fight sein, kriegt ihr den Buff 4 Sekunden länger. Das heißt, ihr kommt viel besser auf die Lane oder könnt viel schneller damit chasen. Ebenfalls skaliert das Ding etwas besser mit AP und Aura-Lauftempo ist auch ein bisschen erhöht. Also ziemlich coole Buffs. Muss man gucken, das, was Conclusion von Sona bedeutet. Sona hat jetzt mehr ihre Passives ready. Darum geht's. Ja, wir haben öfter unsere Passive. Wir können die ganze Zeit die Spells rauskloppen bam, 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 und haben öfter die Passive ready. Und dann kann Sona nämlich sagen, okay, hey, dich mache ich jetzt, da mache ich jetzt diese Schadensverringerung drauf von dem W, dich slow ich jetzt, da mache ich ein bisschen mehr Schaden mit meinem Q und sie hat halt die Möglichkeit die ganze Zeit immer zu entscheiden, okay jetzt, du kriegst einen Slow, du kriegst einen Speed oder ein Damage Reduction, was auch immer. Das heißt, die Passive, es geht darum, dass man ein Passive hat, was das ganze Gameplay technisch ist, das kann ich euch sagen. Ich habe es zwar nicht gesagt, aber so wird es sein oder mit dem Kopf über die Tastatur rollen, das geht auch. Also das ist noch krasser jetzt. Das hat wahrscheinlich nicht viel mit Gameplay zu tun, sondern einfach. Aber okay. Tibbers ist jetzt nicht mehr ganz so dumm, läuft also ein bisschen klüger. Asia wird genervt, denn Asia. Soldaten machen weniger Schaden. Das heißt, sie skalieren. Also am Ende machen sie 170, wie nach wie vor. Wie nach wie vor, kann man das so sagen. Aber der Weg bis dahin wurde verschlechtert. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel diese Schritte. Das finde ich ganz gut, dass sie das mal dick gemarkert haben. Vorher haben wir hier 100 Schaden gemacht, jetzt 75. Also 25 weniger Schaden, das ist schon kacke. Hier haben wir zum Beispiel 130, 110 und das steigt dann immer schneller an, sodass wir später auf 170 kommen. Ja, finde ich ein bisschen, also ich mag es nicht so gerne. Asia ist stark, aber in Solo-Queue-Games ist Asia teilweise kacke, so, weil, ja, Asia braucht lange, der Asia braucht so 2-3 Items. Er braucht seinen Relays, seinen Nashos und im besten Fall noch einen Rabadons. Und andere Champions, die brauchen einfach nur ein Item und machen BAM, so, ne? Aber okay, Fiora wird gebufft, Fioras Passive gibt 5 mehr AP auf jeder Stufe, ist ganz cool, wenn man so mal berücksichtigt, die Passive kann man ziemlich oft procken, wenn man jetzt so 6 Mal auf der Laning Phase im Early Game die Passive prockt, oder sogar öfter, sagen wir mal 6 Mal, sind das schon 30 AP, was durchaus gewinnbringend sein kann oder ein Trade gewinnen kann, oder wenn wir sogar noch öfter die Q procken, ne? Was ja auch nicht selten ist. Außerdem skaliert die Q besser mit Bonusangriffsschaden, Bonusangriffsschaden wichtig, nicht Gesamtangriffsschaden. Auf Stufe 5 ist es gleich, das heißt, wir haben vorher 1,5 und später immer noch 1,15, ja. Und am Anfang ist es aber stärker, das heißt, wir haben direkt 0,95 statt 0,55. Ist also ziemlich cool, skaliert fast 1:1 mit AD direkt am Anfang. Bei Illaoi ist das einfach nur so ein bisschen so ein kleiner Bugfix, beziehungsweise fühlt sich ein bisschen besser an. W, Lee Sin Schild wird erhöht.
Am Anfang gleich, später von 200 auf 280. Als ich das auf dem Surrender 20 gesehen habe, dachte ich, okay, 80 Schild? What the fuck? Also 80 Schild finde ich echt krass. 80 Schild finde ich echt krass. Vor allem, wenn wir das auf dem Verbündeten machen, kriegen wir 80 und er 80. Das sind 160, ja, das ist krass. Das ist krass. Also wer immer noch als zweites die E gemaxt hat, ich glaube, spätestens jetzt würde ich als zweites die W maxen. Ich habe sie ja eh immer gemaxt als zweites, aber 80 mehr finde ich schon richtig krass. Lee Sin, welcome back. Vielleicht, aber besser nicht. Besser nicht, ich hasse Lee Sins. Ich hasse Lee Sins, weil einfach alle kein Lee Sin spielen können. Aber wenn ihr jetzt doch sagt, okay, ich werde Lee Sin spielen. Tobi, hast du eigentlich einen Lee Sin Guide gemacht? Ja, ich habe einen gemacht. Ja, guck den mal an, der ist alles drin. Okay, cool, danke. Ja, Passive, Schaden, Lux erhöht. Lux ist so, vorher war, jetzt ist Lux so gewesen. Ba-bam, ba-bam, boots, so. Und jetzt ist Lux so, ba-bam, outed, ba-bam, outed, boom, so quasi. Also das Ding ist, ihr Schaden wird ein bisschen geändert, ja. Du musst jetzt nicht mehr brainless einfach, du hast alles gemacht. EQ, Ultimate, Gegner tot, ja, das ist tot, ja. Jetzt ist es so, dass sie sagen, du sollst mehr mit den Outeds arbeiten. Die Passive, du sollst die Passive nutzen. Die Passive macht deutlich mehr Schaden. Das heißt, wir haben später 190 statt 154 Schaden, also richtig krass viel mehr. Pro Passive, ne? Das kann man ja, wenn man das viermal proc't, das sind ja schon ordentlich Schaden. Dafür macht die Q etwas weniger Damage. Ja, finde ich, ist nicht viel, ne? Es sind 10 weniger Damage hier. 10 weniger Damage auf jeder Stufe, dass wir dafür später 40 mehr Schaden kriegen. Das heißt, ihr Snipen ist nicht mehr ganz so effektiv, wobei 10 Damage, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ein Lux-Buff. Das ist einfach ein Lux-Buff. Wer die Passive ein bisschen nutzt, Lux-Buff. Malzer wird genervt, finde ich absolut okay. Malzer ist absolut OP gerade und ich meine, okay. Tobi. Oder Wright. Oder Dieter. Oder was weiß ich. Malza ist ein Magier. Ja, der zaubert. Der hat so Kugeln in der Hand. Und dann macht der Zauber. Oder der, also der klatscht einmal. Und dann kommen da Minions. Oder der macht so einen Laser aus seinen Augen. Ich dachte ja immer, der Laser kommt woanders her, wenn man das Icon mal gesehen hat. Aber okay. Ja, also das alte Icon. Aber okay. Und wieso hat dieser Dude 340 Movement Speed? Ja, der hat mehr als Fizz. Fizz ist ein Assassin. What the fuck? 350 Movement Speed für einen Magier. Asia hat 325 Movement Speed und Asia kommt mir vor wie ein Huhn. Oh, ja, auf jeden Fall, also so vom Movement Speed her, also mega langsam. Und 340, ne, selbst 335 ist noch zu viel, das ist zu viel Movement Speed. Okay, gut, Outward Range wird auch reduziert von 550 auf 500. Ich denke, Malzer ist immer noch OP. Malzer ist immer noch OP, aber okay. Poppy wird gebufft. Und zwar ist es so, dass ihre Passive weniger Cooldown hat, später ist es gleich, aber im Early Game hat es weniger. Macht auf jeder Stufe 10 weniger Schaden, ist ein bisschen doof. Aber dafür gibt das Schild mehr, das heißt, das Schild skaliert besser mit ihrem maximalen AP. Vorher war es 15% auf allem, jetzt ist es 15, 17, 5, 20%. Und ihre W gibt mehr Lauftempo, direkt auf Stufe 1 schon mehr und später auch mehr. Rek'Sai wird ebenfalls genervt. Rek'Sai fand ich spiele nie Rek'Sai und ich finde Rek'Sai ist gut gewesen. Rek'Sai war gut. Sie wird jetzt auch nicht total genervt, wenn man mal gesehen hat, sie wollten ja die Ultimate um 30 Sekunden oder so erhöhen. Von daher war geplant. Ist jetzt nicht durchgekommen, von daher kann man sagen, es ist okay, wie es ist. Rek'Sai's Sensor wird ein bisschen genervt. Beim Rek'Sai's Sensor ist es so, hier hat Wright das ganz gut beschrieben. Bisher ist es so, genau dort sind die Gegner. Ja, ich weiß, okay, genau dort sind die. Und jetzt ist es so, irgendwo dort sind sie. Ja, dieses, da kommt immer so, wenn du eingegraben bist und die Gegner laufen siehst, dann kommt da so wie so ein Tropfen, der da irgendwo reingeht und dann kommen diese Wellen da, ja. Und diese Wellen aktualisieren sich jetzt nicht so oft. Das heißt, vorher war es plupp, 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 plupp. Und jetzt ist es halt alle 1,5. Plupp, plupp, plupp. Ebenfalls coole Änderung, oder was heißt coole Änderung ist, man kann sich jetzt ganz minimal drehen. Das heißt, wenn ich in die Richtung gucke und dann so mich umdrehe, aber mich dabei nur auf den Flex drehe, dann sieht Rek'Sai mich ebenfalls nicht. Talia wird ebenfalls ein bisschen genervt. Und zwar ist es so, dass ihre W mehr Cooldown hat. Das heißt, wir haben später 12 Sekunden statt 8 Sekunden. Aber ich fand ihre W auch schon ziemlich OP, muss ich sagen. Außerdem kriegt ihre W, das ist ein kleiner Buff, Vektorwirken. Vektorwirken ist, also in meinen Augen ist das ein Buff, und zwar ist es so wie bei Rumble Ultimate oder bei Victor Q, das heißt, du machst das an und ziehst das dann in eine Reihe, so in eine Richtung. Jetzt war es ja so, du machst das und musst das dann nochmal so aktivieren, so mit Doppelklick irgendwie. Also ich weiß nur, wie das bei Smartcast ist, und jetzt wird es so sein, du drückst und ziehst es und dann schießt es da direkt dahin. Ist also ziemlich cool. Das hier ist jetzt nichts Wichtiges, wobei wir jetzt sagen müssen, okay, hey, Tobi hat mal gesagt, wenn grün, wenn etwas grün ist, so wie eine Ampel, die grün ist, hey, du kannst rüber, das ist cool, rot, scheiße, grün, geil. Wenn bei dem Bass was grün steht, geil, oder bei den Patrons grün, geil, rot, scheiße. In diesem Fall ist rot, grün und grün, rot. Das klingt jetzt verrückt, aber heute ist Gegenteiltag. Das heißt, hier wurde was entfernt, das ist gut für Talia, und hier wurde was hinzugefügt, das ist schlecht für Talia. Denn jetzt macht jede Mine weniger Schaden. Das heißt,
Jede weitere Mine, die der Gegner, wo der Gegner durchfliegt, macht jetzt 15% weniger Schaden. Finde ich jetzt aber okay. Talia macht abnormal krassen Schaden. Victors Hextech-Kern kostet jetzt 1250 beim ersten Upgrade anstatt 1000. Aber dafür kostet das letzte Upgrade 250 Gold weniger. Das heißt, wir kommen jetzt nicht ganz so schnell an unseren Stab-Upgrade. Jetzt ist halt die Frage, das ist schon 52 Gold, kann man jetzt sagen, okay, später das gleiche, ist jetzt nicht so schlimm, aber es ist doch irgendwie schlimm, weil vorher kannst du so mit 1100 Gold Base gehen, konntest du noch zwei Pots kaufen und den Stab upgraden, oder wenn du gerade so noch 980 Gold oder sowas hattest, konntest du noch easy den Stab upgraden. Jetzt musst du schon so, schon 1250, im besten Fall, wenn du noch Pots mit Wards haben willst, so 1300, 1400 Gold haben. Und das beim First Bag zu kriegen ist nicht ganz einfach. Das heißt, es könnte jetzt passieren, dass man vorher mal mit einem Dorans oder einem Buch oder irgendwie sowas vielleicht mal aus der Base kommt und nicht direkt diesen fetten Wave kriegt. Ja, das heißt, weil du hattest diesen Laser, der ging da durch und du konntest direkt mit Level 5 die oder sobald du den Stab halt hattest, konntest du direkt die Minions wegclearen, die Magier, mit einem Laser. Und das ist dann jetzt halt ein bisschen schwieriger, weil man es nicht so schnell kriegt. Bei Yasuo haben wir nur ein paar Bugfixes, das ist jetzt nichts Wildes. Der Wolkendrache wird gebufft, wir hatten 15, 30, 45 pro Drache, jetzt haben wir 25, 50, 75, das ist krass. Auf Stufe 2 so viel wie vorher auf Stufe 3 und später 75, glaub, das ist jetzt schon krass, das ist jetzt schon krass. Das finde ich schon krass, ich habe ja eh schon jeden Dragon contestet. Aber das finde ich schon stark. Ich glaube, der wird jetzt schon richtig nützlich sein, der Air Dragon. Bei Gewundener Wald wird ein bisschen was gemacht. Das ist die 3-on-3-Map. Ich bin zwar kein 3-on-3-Spieler, aber ich fasse euch das ganz kurz zusammen. Bisher war es so, dass die Dudes, die den Jungle abgefarmt haben, zu viel Erfahrung bekommen haben und zu wenig Geld. Die Viecher haben jetzt generell ein bisschen mehr AP, geben weniger Erfahrung, dafür aber mehr Geld. Ja, das ist die Änderung. Türme haben ein bisschen mehr Resistenzen, ein bisschen mehr ist gut, das Doppelte quasi. Und es wurden einige Items entfernt. Das heißt, hier zum Beispiel Blutklinge ist raus. Blutpanzer, dieses Zeug, hier ist alles raus. Und wir haben dafür neue Items. Und zwar das Riesenschwert, der Dornpanzer, flinker Krummsäbel und die Warmox. Ja. Abklingzeiten-Pings kommen dazu. Abklingzeiten-Pings ist was Cooles. Denn ihr könnt jetzt pingen, hey, der Dragon kommt gleich. Ihr könnt es im Chat jetzt quasi pingen. Ja? Das heißt, der Dragon kommt gleich, der Blue Buff ist gleich da oder wie lange auch. Also ihr könnt die Zeit da reinpingen. Ich habe das hier in dem Video mal gezeigt. Ihr könnt auch pingen, wie lange euer Ultimate noch hat, wie lange euer Summoner noch braucht, dass ihr wenig Mana habt, dass ihr euer Item noch cool und hat, das alles könnt ihr jetzt pingen und das finde ich definitiv cool. Ansonsten haben wir noch eine kleine Änderung bei den Champion-Meisterschaften, und zwar ist es so, dass jetzt so, also 6 und 7, weil wenn man ja unbedingt ein S haben. Und da haben sich bestimmt viele Leute gedacht, hey, okay, ich bin Supporter, ich bin Soraka, aber ich will S plus oder S haben und deswegen haue ich jetzt nämlich alle Kills. Ich nehme einfach alle Kills und scheiß drauf auf meinen Mate, ich will einfach nur das S plus haben und jetzt ist es so, dass Kills und Assists gleichgewertet werden. Du kannst also ruhig wieder die Kills abgeben, Dude, ja. Auch durch Assists, die werden 1 zu 1 gleichgewertet. Nächstes Belagerung kommt rein, Fehlerbehebungen sind dabei, kommende Skins und damit sind wir am Ende angekommen. Zu den kommenden Skins hatte ich auch schon ein Video gemacht, wer die noch nicht gesehen hat und sich dann noch für interessiert. Ihr könnt mir mal eure Meinung sagen, achso, wir müssen noch ganz kurz die Gewinner, ich meine so richtige Gewinner und Verlierer gibt es nicht. Also Gewinner für mich, Lee Sin, ganz klar. Lee Sin Guide abchecken, ja, ist erst ganz frisch. Ansonsten, ja, Look so ein bisschen, aber... Ja, Azir ist für mich schon ein Verlierer, ist jetzt nicht ultra krasser Nerf, aber er hat jetzt schon ein paar Mal verloren. Sona und Leona muss man gucken, aber eigentlich ist nicht so richtig viel passiert, muss man sagen, ja. In dem Sinne, könnt mir auch eure Meinung mal sagen, was ihr denkt von den Patch Notes, würde mich drüber freuen. Haut rein, seid zu, macht weiter, tschüss, auf Wiedersehen und sagt mir unbedingt, was ist euer Lieblingswassereis, ja. Ich fand grün geil und durchsichtig geil, also durchsichtig. Also hier Zitrone ist weiß gewesen, ja. Die beiden waren mega geil. Die anderen waren immer so, die habe ich immer drin gelassen für die anderen so quasi, ja. Ja, vielen Dank, tschüss, auf Wiedersehen und Und so sprach er, es werde Licht. Und aus der Asche erschien Gustav. Gustav die Gans. Oh, hallo? Ich habe sie gar nicht kommen sehen. Wenn ich mich zunächst Ihnen einmal vorstellen darf. Mein Name ist Dr. Medizinisch Professor Rojdowski. Facharzt für Entsalzungen, Salzaustreibung und Räumpsychologie. Der Arzt, den die Frauen vertrauen. Dass Sie hier bei mir gelandet sind, das ist kein Zufall. Denn jeder Weg hat seinen